Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Ein Hund ist im Haus. Cocaine Au. Oder Bennett Bob oder... Hier, wir müssen mal... Wir müssen auch hier hinten absichern. Ja, wir wollten ja eigentlich nicht aufnehmen, aber wir haben gemerkt, das ist doch spannender als erwartet. Und deswegen werden wir jetzt die Dach doch aufnehmen, weil wir müssen das Haus doch absichern, haben wir gemerkt. So, hier haben wir wieder zugemacht. Wir müssen die Fenster schließen. Oh, hat jemand von euch irgendwie was, damit ich eine Axt basteln kann oder eine Pickaxe oder so? Nein, nein. Dazu müsste man einen Ofen machen, na, dazu bräuchten wir Lehm. Ja, ich habe jetzt auch kein Eisen dabei. Ist natürlich bitter. Ja, pass auf, Jackie. Lass mir das mal hier zumachen, bitte. Wir müssen uns dann halt am nächsten Tag anders rausbuddeln. So, das müsste lang. Also durch vier Klötze brauchen sie schon eine Menge. Lass uns am besten auf den Dachboden gehen oder machen wir erstmal alle Fenster dicht. Okay, ich mache alle Fenster dicht. Der Rest ist abstinent. Höchst konzentriert. Ja, höchst konzentriert, genau. Toll, jetzt können wir hier nicht mal. Naja, aber vielleicht können wir hier irgendwie. Da wird doch nicht draus, ne? Den Geländer wurde doch früher mal irgendwie Scrap Metal oder so. Ja, das ist alles nicht mehr. Das haben sie das alles. Alles schwieriger weg. Geworden. Alles weg. Gut, also hier ist zu. Da ist zu. Der Raum ist zu. Im vorderen Bereich zur Treppe ist zu. So, ich würde sagen. Ist ein Loch hätte hier ein Loch in gemacht, ja, bitte, danke. Haben wir sonst irgendwas? Ist noch was offen? Nee. Die Toilette ist offen. Ja gut, da könnten sie durchkriechen. Lass die mal zu, da liegt offen. Nicht zu, offen. Offen. Liegt mein Schlafsack. Hat ihr noch 10 mm Kugeln? Ja. Yep. 31 sogar. Das will ich gerne, Fräulein. Wieso kann ich denn mitten in den Raum eine Fackel setzen? Was ist denn... Ist der Surfer auf alte Gewohnheiten zurückgefallen? Wo sind die jetzt, die Kugel? Hab sie, danke. Ah, okay. Oh. Aber ich finde, das sieht man wirklich schwierig. Die sollten die Moon, die am Boden liegt... Oh, eine MP5, sogar SD, oder? Wenn ich das hier vorne sehe. Ist das SD? Ich glaube nicht. Sieht aus wie ein Schalldämpfer. Ja, ja, klar, hast du eben gehört. Ja, aber... Diesmal? Ja, es hat Blöpp gemacht. Ja, sind allgemein sehr leise, die Waffen. Ja, warum sie das verändert haben? Vier Schuss. Ja, das ist fast 0 Uhr, jetzt ist Geisterstunde, sollten wir aufpassen. Was baust denn du da hin? Ich will nur gucken, was man hier so machen kann. Bis das abbricht. Das ist doch hier mit diesem... Was von dem Geländer ist praktisch, ja. Genau. Also es gab mal, in der alten Version war es so, dass... hier ist ja noch Kornmehl drin. In der alten Version war es ja so, dass man angeblich Kisten als Barrikaden nehmen soll. Also die Storage Boxes, weil da können sich angeblich die Zombies nicht durchbasteln. Guck mal, das ist doch cool, ey. Mal sagen. Was willst du machen? Willst du Limbo spielen oder was? Na, hier kannst du jetzt deine Sachen anhängen. Ach, so eine Garderobe. So ein offener Kleiderschrank. Ja, Limbo. Sieht schon ganz gut aus. Wenn Bennett Bob jetzt so zurückgebeugt, die Mädels, wenn die sich durchstrecken, haben sie eh einen 45-Grad-Winkel im Kreuz. Das ist... wenn ihr noch im Inventar irgendwie massig Kram habt, dann können wir vielleicht mal oben hingehen, dass ihr euren Kram ablegt in die eine Kiste. War es da rein jetzt so witzig? Nee, ist okay. Aha. Wenn ich schaue, was du in den Händen hältst, dann ja. was denn? Ist doch nichts hier, gar nichts in der Hand. Patronen, ja, genau. wollen wir ganz kurz mal hochgehen, dass ihr euren Kram in die Kiste räumt, dass man das Zeug vielleicht stapelt. Ja. Das für eine Kiste, das ist eine andere. Das ist hinten die große, meine ich, hier in der Wand. Dass man mal da den ganzen Kram reinsortiert. Ich weiß nicht, das Kornmehl bringt uns nichts, oder? Das ist wahrscheinlich das umgewandelte Korn. Aber Munition für eine Submarine-Machine haben wir auch nicht, ne? Ja, packe ich hier rein. Also was ich nicht brauche, müsste nur mal... Cocaine ist gerade dran und sortiert aus. Dass man einfach später dann das, was sich einer Kram mitnimmt und das für uns ein bisschen... Weißt du nicht, jeder hat das Inventar voll. Im Endeffekt hat nur einer das Inventar voll, so ungefähr. Das ist meine Idee dahinter. Dass wir halt möglichst viel mitnehmen, weil... Wir haben uns ja darauf geeinigt, glaube ich, gerade, dass wir nicht sterben wollen und so reisen, oder? Ja, haben wir uns darauf geeinigt. Gut.
Gut, hier, der nächste an die Kiste. Bob ärgert mich. So, jetzt komm, stimmt auf. Aten, ist alles gut. Hast du dein Inventar leer, ja? Ja, ja, das ist... Gut. Ey! Wieso ist denn die Munition drin hier, Shotgun? Weil ich doch gerade gesagt habe, dass jeder sein Inventar da möglichst reinleert, damit wir nicht alle das Inventar voll haben, sondern vielleicht am Ende nur einer, wenn wir zurückgehen. Wir wollen ja noch okay. Ein bisschen hier die Stadt ausräumen. So war zumindest der Plan. Mach mal hin. Ich muss erst mal gucken hier. Das, das. Da, hier, Aircap-Filter. Brauchen wir nicht. Die Aircap-Filter können wir auch noch umwandeln in diesen Scrap Metal oder wie es heißt. Ich hab hier Scrap Lead. Und Scrap Iron, aber da brauchen wir auch immer einen Ofen. Ja. Ofen. Und Scrap Brass. Also ich sag mal, was uns alles Mögliche. Das ist halt verschärft worden. Also wir haben in der ersten Folge der neuen Aufnahme haben wir da wirklich auch der liebe Cocaine hat sich, glaube ich, bis in die Nacht eingelesen, beziehungsweise Videos geschaut. Okay. Ich habe 6 Bücher, da können wir doch die 30 Paper wegmachen hier, ne? Du kannst die umwandeln, dann haben wir die. Ja, aber. Genau. Ein Buch hat doch 100 Papier, oder nicht? Weiß ich nicht, am Boden liegen jetzt 30 Papier und eine Radkappe. Ich weiß nicht, warum. Ein Airfilter. Habe ich alle ein Airfilter. Brauchen wir halt nicht. Da können wir doch wandeln. Die Radkappen, oder die Airfilter kannst du wandeln in dieses Scrap Metal. Das, was Papier nicht brauchen, gebe ich dir absolut. Brauchen wir alle nicht. Das Unsinn. So, ich werde mal kurz... Moment, ich helfe dir beim Atmen. Genau. So, ja, wollen wir es wagen? Wollen wir einfach mal irgendwo ein Loch in die Wand schlagen? Warte, ich muss auch noch hier Zeugs und so. Mein eigenes. Oh, das ist aber schade, dass die Sachen in die Wand backen. Et, hier setz dich mal, Bob. Sich ruhig. Genau. Warum fühle ich Erhebungen? Weil der Boden sich verändert hat. Aha. Will ich sehen, was unter mir jetzt gerade passiert? Oder nein, nicht? Du willst. Nein. Also, da ist nichts Schlimmes. Nur ein Stuhl hat er dir hingestellt. Aha. Natürlich. Das ist aber nicht. Das ist kein Stuhl, das ich unten rechts mein Bildschirm anziehe. Ja. Doch, das ist ein Stuhl. Da kannst du dich draufsetzen, dann bleibst du für länger. Gut, gehen wir mal runter, oder? Schauen wir uns mal drauf. Wie hast du den Button Klapp gemacht? Das habe ich letztes Mal ja versucht. Ist das aus Metall oder? Na nee, ja, du brauchst Scrap Iron und Stickies. Ah, dann ist jetzt Scrap Iron das neue Scrap Metal. Ja. Gut, wollen wir uns einen Eingang irgendwie außerhalb machen? Vielleicht hier, wo eh schon die ganze Zeit angeklopft wird. Hier an unserer Garderobenstange. Wo ging es hier gerade auf? Lass uns mal hier in die Wand. Wer hat noch die Axt? Hat jemand noch eine Axt, um die Wand mal kurz zu öffnen? Ich hab eine Axt, ja. Dann guck doch mal, wer da hinter dir. Also hier wurden sogar Drogenstangen. Hier wird doch irgendwo angeklopft. Ich hör's doch. Warum war da ein Fensterladen? Achso, außen. Von außen war der. So. Können wir von außen was dran bauen, aber es macht wenig Sinn, gell? Hat sich da jemand hochgebaut gehabt? Nee. Nee. Wie, haben sich jetzt die Zombies hochgebaut? Hier sind Steine. Ah, das ist vielleicht der Kamin. Es gibt so ein. Es gibt doch so ein. Schiebe ich dich runter? Ja, du schiebst mich runter. Guck mal. Ne, das sieht aber nicht nach einem Kamin aus. Nee. Da bauen sich jetzt die Zombies hoch? Was? Wie, die bauen jetzt? Außen? Ja. Aus Stein? Ja. Ja, das war ich. Ich frag top, noch. Und top Antwort. Ich frag noch. Weißt du, hier war niemand. Ja, weil so entstehen 7 Days to Die. Gerüchte, genau. Stories, genau. Ja gut, dann lass uns doch, können wir nicht von hier oben. Ey, bauen die sich hoch? Mach doch mal ein bisschen weiter auf. Dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, da zu mehreren irgendwie. Why the fuck? Aber im Moment sind die relativ ruhig draußen, oder? Jetzt finde ich so für die Verhältnisse... Stimmt. Können wir nicht mit anbauen hier? Mist. Wo hauen die hier noch gegen? Irgendwo hinter uns. Ja, unter uns auch. Die werden hier die Treppe hoch wollen. Naja, gut, da haben sie ein bisschen was zu kloppen. Ich hätte noch mehr Holz holen müssen. Also ich sag mal, dadurch, dass man am Anfang nicht so schnell sich eine Axt machen kann und solche Dinge, ist das extrem schwierig, finde ich.
Ah, aber du kannst jetzt. Guck mal hier. Hä? Du kannst außen setzen? Wie hast du das kannst gemacht? Jetzt. Du musst ganz an den Rand gehen und dann kannst du. Konntest du vorher aber auch schon. Ja, nee, ich hab's nicht echt? Hingekriegt. Hab ich auch nicht ja, hingekriegt. Ja. Aber das hat nichts zu heißen, wenn ich das nicht hinkrieg. Kannst du dir so ein. Eine Brücke bauen zum anderen Haus rüber. Das ist. Nee, die krachen irgendwann ab, das geht nicht. Ja, das musst das, du verstärken. Also kracht. So ein, zwei kannst du machen, aber noch bis zu acht bei dem Holz oder sechs. Kannst du liegen. Jackie veredelt das Ganze noch ein bisschen. Ja, genau, mit ja. Naturhölzern. Eine Planke? Achtung. Ach, das sind nur Planken, okay. Ja, Achtung, aber mal ein schöneres hier. Geht das? Ja. So, du Balkon. Machst einen Balkon, ja, das ist nicht sehr praktisch, um drüber zu schießen. Also das Offene war eigentlich schon nur so. Dann machen sie wieder weg. Wenn es dir nicht gefällt, ja, hier, machen sie wieder weg. Hier liegt eine drin, in dem Loch. Ja, die hat doch irgendjemand eben erschossen. Ich. Also das Gute ist, dass man hier eigentlich permanent nachladen kann, wenn man einen Schuss abgefeuert hat. Ja, das ist für dich relativ gut, ja, weil du hast ja vorher so viel Munition ja vergeudet. Ja, das stimmt. Das ist aber normal, das ist eine Ego-Shooter-Angewohnheit, dass absolut. Du nach jedem Mal schießen nachladen musst. Na klar. Hat jemand noch einen Schlafsack reingelegt. Ja, das ist Jack, der hier in der Toilette wohnt. Ja, was machen wir? Wollen wir draußen das Risiko eingehen, auf die Fresse zu kriegen? Ich meine, eigentlich na. Haben... Na? Wie lange ist denn jetzt noch? 4:08 Uhr? Ja, ist noch ein bisschen, also... Mach mal Licht hier unten. Oh, da kommt einer. Genau, wir müssen Licht machen, dann sind die nicht ganz so... Ja, tschüss, Jack. Alles gut. Können wir eine Leiter hochmachen? Geht, okay, bestimmt. Hat jemand genügend Holz? Weil ich habe wirklich Minimalholz. Ich habe noch zwei von diesen Oak. Ich könnte Holz machen, ja. Versuch mich mal am Snipen. Was macht ihr denn, ihr Viecher? Nee, was? Was passiert? Gar wo bist keine du? Munition mehr, okay. Oh, was hast du da gemacht? Wieso ist das alles auf den Boden gefallen? Weil ich das alles ins Inventar reinziehen wollte und dann aus Versehen rechts gekommen bin. Mein ganzes Holz ist weg. Was? Mein ganzes Holz ist weg. Ich hab gerade... Boah, was ist das denn? Hier liegt doch nichts rum. Ich seh's. Oder vielleicht ist es nach unten durchgeplumpst. Nee, ich seh nix. Wo schlagen die denn hier ein? Blöd. Jack macht außen Licht. Das ist gar nicht so schlecht. Hier könnten wir eine Zeit lang überleben, bis wir die Stadt leergeräumt haben, weil wahrscheinlich werden wir das nicht in einer Folge schaffen. Höchstwahrscheinlich nicht, ja. Also ich hatte Holz. Alles ja, weggepackt. Ich völlig schnell im Baum. FIFA-Fu. Okay, dann würde ich dich beschützen. Ich komm runter. Ich nicht. So, ich bin unten. Frauen bleiben hier und kochen was Schönes. Genau. Lass uns hier vorne bitte? In den Baum gehen. Ich setz mal ein paar Fackeln. Okay. Oh fuck, achso, ein Hund. Hund, tot. Warum jetzt brennen die Fackeln? Warum dauert das denn so lang? Dauert einen Moment, bis sie angehen. Oh fuck, da ist der nächste. Boah, ich habe aber voll auf die Nase gekriegt, das zwirbelt ganz schön rein. Oh, du sollst mich beschützen. Sorry, jetzt beschütze ich dich, ich wollte ein bisschen Licht machen. Wie das alles zu mir fliegt, ist das geil, ey. Das ist mit E halten, ja, das finde ich auch. Ah, E halten, der Teig nicht verstanden gerade. Okay. Ja, cool. E festhalten, dann sammelst du alles, was in deiner Umgebung liegt, ein. Boah, cool. Aber neu, ne? Ja, das haben sie neu reingemacht. Aber genauso wie mit dem E alles zu looten. Oh, hier habe ich Moon gefunden in dem einen Dicken. Wer weiß, wo er das stecken hatte, die Moon. Schwierig. Nimmst du noch einen Baum mit? Ja, eh noch, oder? Wer haut denn da rein? Denn? Bist du oh, das? Clay. Ach, das bist du. Ja, so. Ja. Was hast du gedacht, wer es ist? Ich dachte, ein Zombie haut da auf den Dings ein. Ja, jetzt geht's ja ab hier. Haust du auf die Erde ein? Ja. Ich finde das so schick, wenn das so tanzt. Wenn du eh hältst, genau. So. Oh, cool. Weißt du, wie... Na komm hier. Voll levitieren. Voll am levitieren. Das so, ja, ich sehe das. Das tanzt um einen rum. Das ist schon ein bisschen creepy. Cool.
So, 9 mm habe ich noch, 4 Schuss. Ich hätte noch 10 mm. Wer braucht überhaupt 10 mm? Jagdgewehr, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Brauche ich denn eine Pistole? Haben wir hier Spitzen vor der Tür gehabt? Oh, die sind bei uns ja drin. Oh, Jackie. Die sind unter unserer Hütte. 10 mm brauche ich, glaube ich. Also es ist Submachine Gun. Und also wir machen es mal aus dem Holz, machen wir eine Leiter, dass wir hochkommen, weißt du? Ach stimmt, Jagdgewehr ist 7,62, glaube ich. Ja, richtig. Und MP ist 10 mm. Boah, hier, die sind in der Küche drin. Wow, aber. Ja! Nein! Ich glaube, du bist tot. Fuck. Ich glaube. Oh, die sind aber ganz schön aggressiv. Ich muss ins Licht. Geh ins Licht. Folge dem Licht. Wow, die haben aber ganz schön reingehauen eben. Hau ich mir doch gerade mal einen Schinken rein. Ja. Mein Kram. Dein Kram? Nein, ich weiß nicht mal, wo du tot bist. Wo du tot? Hey, weißt du, das Problem war, das waren so viele, die haben mich ja verfolgt. Die haben mir gesagt, hier, Fleischhammer haben wir schon, dich kriegen wir auch noch. Wow, die haben wir böse aufgeräumt. Ja. Mit der Commander hier. Oh, wir müssen das da hinten verstärken, da wo wir oben dieses Ding hingebaut haben. Das ist ja... Wie die reingekommen? Ich weiß es nicht genau, aber hier ist ja nichts offen, oder? Ist ja überall Stein davor. Ach, hier ist noch ein Kriecher. Oh, da ist ein Hund. Dem schieße ich in den Arsch, wenn ich Munition hätte. Verdammt, ich habe keine Moon mehr. Großes Problem, Hund unter Treppe, Hund unter Balkon. Jack? Ja, ich kümmere mich drum. Guck mal jetzt hier raus, hüpf mal hier drauf. Guck mal hier. Schießscharte, komm mal her. Kannst ihm direkt in den Arsch schießen. Hier, komm mal her, komm mal zurück. Ich sehe dich doch ja nicht. Dann guck. Ach, da ist er. Oh, hier auf die andere Richtung. Dann kannst du rechts, kannst auf den... Und Hunde. Ergib's ihm. Dem hollen Hund. So, gleich 7 Uhr. Wir können gleich wieder loslegen, aber mir fehlt die Moon. Ich nehme jetzt das Messer in die Hand. Kommt her, Leben kriegt ihr mich nicht. Aber wie sind die denn hier reingekommen? Das gibt's doch nicht. Nicht abbauen. Warum baust du das jetzt ab? Das sieht man so schön um die Ecke rum. Ach so. Ja, warte, ich baue das aus Dings. So, es wird wieder hell. Yes, ist egal. Jungs, es wird wieder hell. Okay. Ich höre ein Amt. Oh, was ist hier unten los? Hallo, Freunde. Euch kriege ich nicht auf einmal weg. Schwierig. Warum rennen die noch? Wie viel haben wir denn? 7 Uhr. Jetzt hört auf zu rennen, Kerle. Hier, Jack, pass auf. Um die Ecke stehen sie. Da ist Party. Wow. Hi. Klar soweit. Ich hätte aufs Rennen. Oh, hinter mir. Durch. Oh, fuck. Die machen mich. Wow. Gar nicht mit gerechnet. Mein, boah, ist das schlecht. Wow. Oh, hinter mir schon wieder. Ey, sag mal, diese kriechenden Zombies sind echt die schlimmsten irgendwie. Ja, weil sie so klein sind. So, jetzt habe ich auch keine Mühe mehr. Sehr gut. Wow. Eine Feder hat sie dabei, hat sich in die Haare gesteckt, der Zombie. Weiber, echt. Selbst im Tod. Ja, was soll eine Feder? Soll sich. Schwierig. Irgendwie schwierig. Bewaffnen und. Hallo, Dicker. Dreimal. So, wollen wir? Viermal. Wir wollen. Wow, sag mal, wie ich durchlöcher den hier. Ihm gefällt es anscheinend. Oh, die haben mich fast platt. Die haben mich fast platt. Geh aus dem Weg. Ich habe kaum noch Energie. Ich häng fest. Wie können wir das jetzt regeln mit denen? Ich nehme erstmal Tabletten. Damit ich die Apokalypse besser ertrag. Oh, das Messer geht auch so schnell kaputt. Die haben das Spiel zu schwer gemacht. Wir hätten es auf Stufe. Keine Ahnung. Anfänger irgendwie stellen sollen, oder? Ja. Gut, aber jetzt sind sie auf jeden Fall langsamer unterwegs und dürfen auch nicht mehr so viel aushalten. Sag mal! Die sind hier bei. Ich nehme jetzt meinen Hammer. Der Hammer war mal gut. Oh, selbst der Hammer hat kaum noch Wirkung. Leck mich am Bobbes. Oh, hier ist eine Pistole. Endlich. Ach, das liegt auch an. Nee, weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass ich keine Stamina hatte. Dann hat auch die Waffe keinen Schaden.
Das kann's haben, ne? Wenn ich als mit einem Shift am Flüchten bin und die Zombies dann... Mach's kaputt, Lady. Oh ja, der Hammer hat noch Wirkung. Ja, hast du geguckt, hä? So, dann kriegst du... Das heißt jetzt auch, wenn da steht zwei Schrotflinten sozusagen, Munition, dann sind es zwei Schuss. Bitter. Bitter. Das sind Informationen, die ich hätte brauchen können. Bist du runter mit fünf und hast gedacht, oh, ich mach die alle platt. Genau. Ja, schwierig. So, Moment, wir wollten das ja mit Taktik looten. Also das Haus ist unsere Basis, also sollten wir... Da sind auf jeden Fall noch... Ja, ich habe hier 34 Bullet Cases. Ich gehe von Osten nach Westen rüber, die Häuser mache ich erst weg. Osten nach Westen, okay. Also ich gehe da woanders hin. Da woanders hin. Aha, okay. Ich habe gerade den Stuhl, Oh, noch ein Kampfmesser. Ja, also wirklich, man darf nicht mit Shift rennen und dann erwarten, dass man noch was hittet mit den Zombies. Wieder ein Fernseher, ein kleiner. Ach, den kann ich einfach mitnehmen von der Wand. Ja. Weißt du, die gönnen einem das gar nicht. Willst du den fetten Plasma haben? Ja, dann so, ja, schlag dir mal dein Werkzeug kaputt. Übrigens ein Trick, haut nicht die Bretter kaputt, haut die Wand kaputt, ihr kommt einfach schneller durch. Ich sauf jetzt aus der Toilette. Welche Waffe nimmt 10mm Munition und welche 9? Submachine Gun und 9mm Pistole. Aha, so. Ah, da habe ich dann auf jeden Fall noch, ich fülle jetzt erstmal in der Toilette mein Glas schon auf. Störe ich? Ich glaube, ich gehe wieder. Nee, an der Toilette kannst du deine leeren Gläser auffüllen. Aha. Das ist auch, Da suche ich mir echt lieber einen See. Ja. Ich kann ja nichts dafür. Apokalypse. Für die Spielmechanik, da muss man auch mal... Ne? So. Basti, geh du ins übernächste Haus. Ich bin jetzt im nächsten drin. Okay. Also, wenn du magst, du kannst mir auch Gesellschaft leisten. Weil wir looten eh doppelt. Ne? Das ist wohl wahr. Also, wenn das wirklich so ist. Das war jetzt kein Zufall, oder? Das ist ja bei mehreren mehrfach passiert. Mhm. Mhm. Potato Seeds. Juhu. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Hab ich auch. Hab Om Nom Nom gefunden. Ganz viel. Das ist wichtig. Also Wasser ist eigentlich fast noch wichtiger. Hier gibt es aber keinen zweiten Stock. Okay, ich gehe wieder raus. Ja, ich kann es nicht stacken, weil es verschiedene Arten von Fressi-Fressi sind. Cool. Super. Ich habe in dem einen, Schrank 0,9mm Munition gefunden. Wie 0? Also 9mm Symbol, 0. Aber kein nix. Ja. Ah. Die 0 muss stehen. Ja, mein Gott. Ach, check. Warum ist das Niveau so gesunken? Das war doch mal höher. Wo ist das Niveau hin? Wieso? Das ist doch kein Niveau. Also ich finde jetzt nicht, dass... Nee, das hast du recht, das ist kein Niveau. Ich fand das jetzt ziemlich niveauvoll auch. Ja. Fast. Okay. Negativ. Negativ. Was ist denn hier los? Was ist denn hier hinter? Hä? Om nom nom. Boah, ein Hase. Hier hüpft ein Hase gegen die Wand im Haus. Das sieht ja irre aus. Ich denke, was hüpft? Wollt ihr mal was Witziges sehen? Komm, Cocaine, ein Hase. Komm mal zu mir. Ja. Du siehst mich doch auf der Map. Nein. Komm mal mit. Hier war ein Rabbit auf einer. Guck mal, der ganz auf. Außen Richtung Westen ist. Ja, ich komme. Du musst dich um den Hasen kümmern. Der braucht individuelle Pflege. Guck mal, Jack, siehst du ihn auch auf dem Bett? Der hüpft auf dem Bett. Siehst du ihn hier auf dem Bett in der Ecke hüpfen? Das ist nicht wahr, oder? Ach, jetzt flüchtet er. Jack hat einen Verstand. Der ist raus. Nein, Wurzel. Der ist raus. Jack, hast du... Jack, also echt. Oh, jetzt ist in die Wildnis zurück. Weißt du, der hatte... Hund. Der hatte so einen Spaß eben, dass er auf dem Bett... Guck mal, es springt. Geil, ich hab's aber in der Aufnahme. Bitte. In einer Kiste habe ich gerade 30 Kugeln gefunden. Das ist cool. Das ist gut. Hier, ich brauchte 10 mm irgendwie. Vielleicht. Hab ich. Willst du? Willst du? Ja. Hab ich. Ich brauche 10 mm. Willst du? Ja? Gut, die Frage war schlecht. Komm her. So, wo ist er? 9? Hier, 15. Zumindest 15. Liegt unter mir irgendwo. Hast du? Ja. Gut. Danke. Bitte. Guck. Ich geh mal in den Keller, auch wenn ich Angst hab. Ich finde die Submachine Gun echt cool, so. Ich finde das sehr kacke. Ja, das ist natürlich kacke, aber sag mal, Freund. Bei so einem richtig krassen Mob von Zombies, da ist sie mächtig.
Also die Submachine Gun. So, also für mich ist hier gelootet. Jetzt bin ich mal gespannt, Ben und Bob. Findest du hier noch was? Also hier haben wir mal was zum... Ernsthaft? Dann nehmen wir hier noch was raus. Okay, ja. Dann umso besser. Gibt's mehr Loot für alle. Okay, nee. Der Rest ist sonst leer. Ich glaube, es klappt wieder. Leider. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich meine, ich kann es nicht beantworten. Also, das ist ja... Gut, wir sind am Ende einer Aufnahme, natürlich nicht am Ende vom Suchen von dem ganzen Loot hier in der Stadt. Wir werden noch ein bisschen weiter rumrennen. Ihr seid auch gleich wieder mit dabei, beziehungsweise für euch ist ja ein, zwei Tage vergangen. Ja, wenn euch das gefallen hat, bis dahin unsere nächtliche Aktion doch ein bisschen aufzunehmen, dann gebt uns noch einen Daumen hoch. Wir looten noch ein bisschen weiter und sehen uns im nächsten Teil von 7 Days to Die wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüssing.